Zwei neue Top-Flaggschiffe sind ab sofort verfügbar, das Sony Xperia XZ Premium und das HTC U11. Und in diesem Video werden wir die beiden mal miteinander vergleichen und es gibt erste Testergebnisse, also dranbleiben. Schick sind sie ja beide, das Sony Xperia XZ Premium und das HTC U11. Kosten beide auch 749 Euro unverbindliche Preisempfehlung, sind auch beide ab sofort verfügbar. Beide Glasrückseite, sieht zwar sehr, sehr edel aus, ich habe jetzt aber extra mal nicht die Fingerabdrücke hier weggewischt. Klar, man sieht das auf Schwarz natürlich immer deutlicher als auf Weiß, aber je nach Lichtverhältnis kann man es hier auch auf dem Weißen selbstverständlich erkennen. Und wie ich immer sage, Rückseite aus Glas, egal ob Gorilla Glas 5 wie in beiden Fällen übrigens oder nicht, jetzt dann verdoppelt das halt nur mal das Bruchrisiko im Falle eines Falles. Aber für sowas gibt es ja dann auch noch Bumper Cases, Schutzhüllen außen drumrum. Und ich glaube, deswegen stehen jetzt viele von euch vor der Qual der Wahl, welches Schweindall hätten es denn jetzt gern. Zumal die sind wirklich beide sehr, sehr gleich. Stereo Frontlautsprecher, hier haben wir einen Lautsprecher und den zweiten für Stereo beim HTC hier unten. Hören wir uns natürlich auch noch mal in einem separaten Soundcheck an, wie da der Klang so ist. Beide haben auch ein fast gleich großes Display, 5,44 Zoll oder 138 mm, 5,46 Zoll oder 139 mm. Also das macht in der Fläche weniger als 1% aus, kann man vernachlässigen. Und auch von der Größenordnung selbst und dem Gewicht, klar, 190 Gramm, 169, das spürt man schon. Dafür ist es hier flacher. Hier habe ich den etwas gewölbten Rücken. Das geht von 6,3 bis 9,6 mm. Weitgehend oder im Durchschnitt 8,5 mm, hier sind 7,8, Metallrahmen ringsrum und die Gesamtgröße insgesamt 76 mm gerundet, beide in der Breite. Und deswegen, das ist ja, sage ich ja immer, das ist das Entscheidende für die subjektive Wahrnehmung, wie kompakt oder groß ist ein Phone, und in der Höhe 154, 156 mm. Also wie gesagt, die liegen schon arg dicht beieinander, haben den gleichen Prozessor, da komme ich am Ende dieses Videos nochmal drauf zu sprechen, sowie auch auf die Akkulaufzeit natürlich. Und wir beschäftigen uns erst noch mal ein bisschen weiter mit dem Display, weil da haben wir den ersten Unterschied, nämlich in der Auflösung. Also abgesehen davon, hier sieht man, ich habe hier die On-Screen-Navigation. Das heißt, hier geht ein bisschen ab vom Netto, von der Nettogröße. Und hier habe ich die Navigation unterhalb, hier mit Taskmanager zurück, Home-Button, Fingerabdrucksensor. Und der liegt hier bekanntlich bei Sony immer in der Seite, was eigentlich sehr geschickt ist, weil egal ob mit Linkshandbetrieb oder Rechtshandbetrieb, irgendein Finger liegt da immer. Das ist bei diesen Frontsensoren halt immer, gerade bei so großen Dingern. Ich sage es ja immer, da unten runter mit dem Daumen, das ist schon eine Übung, deswegen fände ich eigentlich hier auf der Rückseite besser, weil da sowieso immer auch ein Finger liegt, aber das ist nun mal der Trend offenbar. Und wie gesagt, so spart man sich halt die Navigation hier und hat dann brutto für netto. Ich wollte euch aber außerdem mal hier ein Foto einblenden, dass ihr mal sehen könnt, so von der Gesamtgröße her, wie das dann aussieht. Vergrößern wir das Ganze jetzt auch nochmal. So hat man, glaube ich, jetzt einen ganz guten Eindruck von der Netto-Darstellungsfläche. Also ihr seht, das ist schon absolut identisch. Allerdings, wie gesagt, Auflösung. Hier klassisch 1440 x 2560 Pixel. Damit komme ich hier auf eine Pixeldichte von 452 Pixel pro Quadratmillimeter. 63% schon über dem aktuellen Durchschnitt. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Hier allerdings mit dem Sony Rekordhalter, wie schon beim Z5 Premium, erinnert euch bestimmt, 4K-Auflösung. Heißt 2160 x 3840 Pixel. Und damit kommen wir hier auf die Wahnsinnspixeldichte von 1010 Pixel pro Quadratmillimeter. Also 264% über dem Durchschnitt, mehr als zweieinhalb Mal so scharf wie der Schnitt und immerhin noch doppelt so scharf wie das ohnehin schon knackige HTC. Das heißt, sowas ist natürlich gerade bei VR, also wenn man das so eine VR-Brille packt, ist das natürlich prädestiniert dafür. Ich starte in der Zwischenzeit schon mal hier im Hintergrund, um euch da was zu zeigen, nämlich die Subpixelstruktur. Ich blende euch jetzt das Bild auch mal größer ein. Links seht ihr zwar jetzt das Z5 Premium, das sah dann
sahen aber haargenauso aus. Ihr seht da eine etwas andere Pixelstruktur, trotzdem IPS Dual Domain. Das heißt also in zwei Achsen Blickwinkel optimiert. Und hier rechts habe ich halt das klassische IPS Dual Domain. Im Bild habe ich euch jetzt mal eingeblendet, das vom Z5, weil ich das da ganz gut scharf gekriegt habe. Sieht hier aber haargenauso aus beim HTC. Das heißt also, da kann ich natürlich schon sagen, für VR ist so eine 4K-Auflösung, macht das absolut Sinn. Allerdings sollte man auch wissen, dass ich ansonsten beispielsweise jetzt hier, wenn ich nur dieses reine Menü habe, das ist nicht 4K. Kennt ihr schon vom Z5 Premium her, da hatten wir das auch schon. Das heißt, 4K ist dann wirklich nur Sony-Apps, Drittanbieter-Apps, die entsprechend umgestellt sind. Und da gehört beispielsweise YouTube mit dazu. Deswegen habe ich jetzt hier mal ein Video ein bisschen vorbereitet und da kann man sich das dann mal anschauen. Das ist jetzt ein 4K-Video auf beiden. Okay, dieses Video ist jetzt nur in Full HD, trotzdem erkennt man da die Unterschiede. Ich habe es mir natürlich auch vorher schon so ein bisschen angeschaut. Also achtet mal insbesondere so auf kleine Büsche hier da hinten. Die sind hier unten auf dem Sony doch ein bisschen schärfer. Oder hier hinten da an dieser Bergflanke erkennt man einfach ein bisschen mehr. Es ist jetzt nicht überwältigend mehr, dass man sagen würde, boah, wow, da oben das HTC, das sieht ja geradezu matschig dagegen aus. So nur nicht. Auch hier der Baum zum Beispiel jetzt hier. Gerade bei bewegten Bildern oder hier hinten da auch. Da macht sich das dann schon bemerkbar bei Fotos, bei Standbildern oder so. Erstens, selbst wenn es dann über YouTube jetzt wäre, also dass man jetzt hier, sage ich mal so, das ist dann ja immer noch 4K, dann habe ich jetzt, bin ich nur auf einer etwas anderen, so. Da würde man dann sagen, okay, weiß ich nicht, ob man dafür das jetzt braucht. Bei der regulären Fotodarstellung, also das muss dann jeder selbst entscheiden, dass er sagt, okay, ich will das trotzdem haben. Aber das hat natürlich auch alles seinen Preis. Also jetzt nicht 749 kosten beide. Ich komme dann später nochmal zu weiteren Details, insbesondere Akkulaufzeit, schon mal als kleine Vorschau. Dann Kamera vorne, sieht schon mal komplett anders aus, 13 Megapixel mit Autofokus und hier drüben habe ich 16 Megapixel, kein Autofokus, aber dafür HDR-Boost. Wie hinten auch, ihr erinnert euch, hatte ich euch beim Launch des HTC U11 ja schon vorgestellt, wo dann mehrere Bilder geschossen werden und daraus dann pixelweise das Beste gerendert wird, sagt HTC, brauchen wir dann auch hier keinen Autofokus. Müssen wir natürlich uns die Ergebnisse mal angucken, aber beides ist natürlich schon mal für Selfies eine Hausnummer. Auf der Rückseite, Videos natürlich sowieso in 4K, Ultra HD, Fotos, wieder ein anderes Konzept, 19 Megapixel hier, 12 Megapixel dort, allerdings hier sehr viel größere, 1,4 Mikrometer statt 1,22. Das heißt, die fangen schon mal mehr Licht ein. Das Objektiv ist auch ein anderes, f1,7 statt f2,0, der Blendenwert bedeutet also, schattet weniger ab, lässt also auch mehr Licht durch. Das heißt also, ich gehe davon aus, HTC wird lichtstärker sein, hier allerdings dann dafür eben halt 19 Megapixel. Optischen Bildstabilisator haben hinten natürlich beide. Eine LED, zwei LEDs. Müssen wir mal messen, ob das dann wirklich heller wird. Meistens fängt es dann eher vom Sensor und vom Objektiv ab. Aber wie gesagt, das schauen wir uns natürlich alles nochmal im finalen Test an. Kennt ihr ja als Text auf der Website mobiwatch.de. Dann kommen wir mal langsam zum Eingemachten, nämlich zum Prozessor. Achso, eins wollte ich natürlich noch sagen, sowieso, der Rest ist identisch, das heißt LTE. Sogar bis zu 1 Gigabit pro Sekunde, theoretisch, wenn das Netz denn mitspielen würde. Beide haben nämlich den Qualcomm Snapdragon 835 drin. Nun natürlich NFC, Wireless LAN, AC und alles, was ihr wollt. Fingerabdrucksensor, Wasser- und Staubdicht mit einem kleinen Unterschied noch. IP65, 68, IP67 würde hier bedeuten 1 Meter 30 Minuten, hier offiziell mehr als einen Meter und auch dauerhaft. Allerdings, beide geben jetzt nicht wirklich eine Garantie, sondern sagen halt, naja, wenn es missbräuchlich ist, also wenn man zum Beispiel als Unterwasserkamera nutzen will oder sonst irgendwie Mist damit baut oder irgendwie hier die Klappen nicht richtig geschlossen sind oder sowas, dann gibt es da keine Garantie für, sondern nur normal. Also wenn jetzt mal Wassertropfen, Regen oder wenn es mal versehentlich irgendwo reinfällt oder so, dafür ist das gedacht, aber jetzt nicht für mehr. Auch das also identische Liga, auch wenn es jetzt im Detail sich vielleicht so ein kleines bisschen unterscheidet. Im Großen und Ganzen bedeutet das in der Praxis das selbe.
Ja, dann, ich hatte es gesagt, Qualcomm Snapdragon 835. Der neue, der war ja schon eigentlich im Samsung weltweit im Einsatz, allerdings halt hierzulande bei uns noch nicht. Ich habe natürlich auch eine andere Benutzeroberfläche. Sony Xperia UI, hier haben wir HTC Sense. Das heißt, beide haben Android 7.1.1 ab Werk, sehen aber trotzdem ein kleines bisschen anders aus. Aber das ist dann auch immer eine Geschmacksfrage, möchte ich mal meinen. Der eine kommt halt vielleicht damit besser klar oder mag das einfach mehr, der andere mit HTC. Da wollen wir uns jetzt gar nicht drüber streiten. Beide also 8 Kerne, beide 2,4, 6 und 1,9 GHz getaktet, 4 und 4. Beide Adreno 540 und vor allen Dingen beide auch 4 GB Arbeitsspeicher. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass auch beide fast identisch abschneiden, nämlich 102 und 103% über dem Durchschnitt. Also beide rechnen doppelt so schnell wie die durchschnittliche Konkurrenz. Und das ist schon mal ordentlich. Vor allen Dingen das Interessante ist, damit hängen die Samsungs ab, S8 und S8 Plus, die liegen aktuell bei 94% und 97% über dem Durchschnitt. Top-Werte, keine Frage, aber leichter Unterschied und deswegen offiziell Rang 6 und Rang, also beziehungsweise Rang 6 und Rang 7 für HTC und Sony. Schneller sind jetzt wirklich nur noch ein paar iPhones. Das heißt, aktuell die beiden stärksten Android-Smartphones seht ihr hier jetzt vor der Kamera liegen. Noch ein ganz kleines bisschen mehr als die Samsungs, aber wie gesagt, das ist dann eher sowas, kann man sie an die Wand hängen, bedeutet aber in der Praxis in der Regel wenig. Wir schauen uns natürlich auch nochmal im Gamecheck an, wie die sich hier bei einem grafisch entsprechend herausfordernden Spiel, ich nehme da ja immer Dead Trigger 2, so entwickeln, wie die sich da machen und vergleichen das natürlich auch noch mit den Samsungs. Gucken wir mal, ob die dann vielleicht flüssiger das darstellen. Warten wir es ab. Ja, also wie gesagt, Prozessoren schon mal beide Daumen hoch. Große Frage ist jetzt Akku, weil hier beide natürlich fest verbaut. Ihr habt es gesehen, hier, da kann man nichts öffnen. Völlig gleich und kennen wir ja leider heutzutage, ist das ja üblich, unglücklicherweise. 3230 mAh, 3000 mAh bei, wie gesagt, fast gleich großem Display. Da hatte ich ja schon zum Launch gesagt, 5,44 Zoll. Ein bisschen knapp könnte das werden und deswegen jetzt Trommelwirbel für die Testergebnisse. Fangen wir an mit dem Sony hier drüben. 457 Minuten, 13% unterm aktuellen Durchschnitt aller Testgeräte der letzten 24 Monate, also im Vergleich zur aktuellen Konkurrenz. 13% unter Durchschnitt bedeutet, Otto-Normalnutzer sollte damit durch den Tag kommen, aber Intensivnutzer werden auf jeden Fall nachtanken müssen. Nicht so doll. Hier drüben beim HTC Testergebnis hier 608 Minuten, 15% über dem Durchschnitt und damit, wenn man zwischen den beiden hier wählen muss, ganz klare Wahl, hält also deutlich länger durch und 15% über Durchschnitt bedeutet, Normalnutzer kommen locker durch den Tag, vielleicht sogar auch über zwei und bei Intensivnutzern hängt es dann so ein bisschen davon ab, wie intensiv man das jetzt nutzt. Also wenn es so moderat intensiv ist, sollte das noch gut gehen. Wenn es jetzt ganz extrem ist, also wirklich Dauerbetrieb, permanent E-Mails oder Videos gucken, GPS vielleicht auch noch, dann wird es auch ein bisschen knapp, dann muss man mal nachtanken. Aber insgesamt auf jeden Fall schon eine saubere Leistung für das HTC U11. Ja, beide ab sofort verfügbar. Beide 749 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Und für beide gilt weitere Infos, insbesondere natürlich zur Kameraqualität im finalen Test. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte seid ihr abschließend noch so freundlich, dieses Video noch zu bewerten. Vielleicht lasst ihr ja auch ein Abo da und eure Meinung in den Kommentaren. Dafür bereits im Voraus ganz herzlichen Dank. Macht's gut, bis bald. Ciao.